Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar der große Marktausblick mit Mari Lüdemann, selbstverständlich, wenn Sie in der Vergangenheit schon dabei waren. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir das Webinar zusammen mit Mario heute wieder hier bei FX Flat haben. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie entsprechend im Namen von FX Flat. Bevor ich tatsächlich an den Mario übergebe, auch wenn wir ein, zwei Minütchen schon verloren haben, muss ich trotzdem kurz über den Risikohinweis sprechen, denn diese Veranstaltung dient nur zu Informations- und Schulungszwecken. Ganz wichtig, Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und unabhängig davon, was uns Mario heute zeigt, dürfen Sie das entsprechend dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Gut, dann lieber Mario, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und ja, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ja, dann begrüße ich alle recht herzlich zum heutigen Webinar. Dir, Nelson, nochmal vielen Dank für die Anmoderation. Wir schauen heute auf die Märkte, sowohl natürlich auf den amerikanischen Markt als auch auf den deutschen Markt und werden dann natürlich auch eure Fragen zu Einzeltiteln oder sonstige Fragen zum Markt hier sehr gerne beantworten. Risikohinweis hat der Nelson gerade schon gezeigt. Auch hier bei mir immer natürlich als erstes. Es ist immer ganz wichtig, dass jeder seine eigenen Entscheidungen natürlich im Trading treffen muss und dafür auch die Verantwortung natürlich übernimmt. Trotzdem ist es natürlich manchmal ein guter Anhaltspunkt zu sehen, wie machen es andere, vor allen Dingen bei uns im Handelsbüro, wie machen wir das seit 25 Jahren? Also welche Ideen haben wir im Handel? Bevor wir starten, wie immer, erstmal die wichtigsten Termine. Den hatten wir schon, den Einkaufsmanager-Index heute. Morgen haben wir einmal um 16 Uhr den sicherlich wichtigen Termin. Das sind die Stellenangebote aus den USA. Die rohe Lagerbestände für alle die wichtig, die eben im Bereich Ölmarkt unterwegs sind. Und dann sicherlich der wichtigste Termin der Woche um 20 Uhr, das FOMC-Sitzungsprotokoll. Und dann noch am Donnerstag Nachmittag um 13.30 Uhr die EZB tritt da auf den Plan und um 14.30 Uhr die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe. Und dann noch ein ganz wichtiger Termin in eigener Sache. Und zwar starten wir morgen Abend um 17.30 Uhr wieder einmal kleines Konto groß traden. Ist eine Webinarreihe, die wir jetzt seit 5 Jahren regelmäßig machen. 10-teilige Webinarreihe, wer also starten möchte, begleitet mit viel fachlichem Inhalt und vor allen Dingen mit einem Live-Konto 5.000 Euro. Dann besprechen wir auch vor allen Dingen die Trades, die wir gemacht haben. Also wenn ihr dazu Lust habt, habt ihr die Möglichkeit, euch auf jeden Fall über meine Oberseite Mario Lüdemann zu informieren. Ja, das dazu und jetzt starten wir auch sofort mit dem amerikanischen Markt und wie üblich beim Wochenausblick erst einmal der amerikanische Markt. Wir haben jetzt in der letzten Woche doch ganz gut gesehen, in der Zeit, als ich auf Kreta war, dass der Markt sich doch einigermaßen wieder erholt hat, nachdem wir doch hier eine relativ starke Abwärtsbewegung gesehen haben. Das heißt, was wir hier hatten, ist nichts anderes gewesen als erst einmal eine Korrektur. Der Markt ist hier runtergelaufen, ist auch noch immer oberhalb des 200er EMAs. Auch das ist immer ein wichtiges Kriterium. Märkte, die oberhalb des 200er sind, werden meistens auch auf der Long-Seite deutlich profitabler gehandelt als entsprechend auf der Short-Seite. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den man immer achten sollte. Ansonsten lässt sich hier natürlich sehr gut sehen, dass wir hier vorher einen sehr schönen Aufwärtstrend erst einmal hatten. Haben ja im Prinzip seit den Tiefs im März gesehen, dass der Markt eigentlich kontinuierlich nach oben gelaufen ist. Wenn wir uns das anschauen, hier gab es mal so eine kurze Phase, wo der Markt so ein bisschen seitwärts tendiert ist. Aber eigentlich gab es hier eigentlich keine wirkliche Korrektur, die sich über mehrere Tage weggezogen hat. Hier hatten wir mal ein, zwei Tage, als der Markt ein bisschen seitwärts gelaufen ist. Hier auch mal ein, zwei Tage. Aber im Großen und Ganzen ist der Markt hier sehr sauber nach oben weggelaufen. So, wie geht es jetzt weiter im S&P? Wir müssen einfach wissen, dass wir natürlich im Moment eine ja sehr volatile Phase haben. Das haben wir ja schon seit Februar. Die Volatilität ist ein bisschen rausgegangen, möchte aber hier jetzt sofort einmal hier auf den sogenannten VIX gehen. Das ist der Volatilitätsindex für die USA. Das ist hier der VIX-Index. Das ist hier diese grüne Linie, die hier sehen könnt, die ist derzeit bei 27 ungefähr. Wir haben hier, das sind die einzelnen Futures,
die hier zu sehen sind. Und man kann immer sagen, wenn wir oberhalb der 20 sind, dann haben wir halt ein bisschen Unsicherheit im Markt. Und man sieht hier auch ganz gut, dass es hier erstmal die nächsten Wochen noch ein bisschen, dass man damit rechnet, dass die Volatilität hoch bleibt. Die Frage ist, warum ist es so? Ich hoffe, ihr selber könnt euch das selbst beantworten. Wenn ihr keine Antwort darauf habt, dann solltet ihr auf jeden Fall euch noch ein bisschen mehr mit dem Thema Börse und Trading auseinandersetzen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das muss man einfach wissen, warum man jetzt gerade in den nächsten Wochen damit rechnet. Johannes schreibt es auch schon rein. Jawohl, das ist die US-Wahl. Im Vorgriff auf die Wahl sind die Märkte natürlich deutlich nervöser. Das hatten wir jetzt auch in der letzten Woche gemerkt, als es hieß, Trump ist positiv auf Corona, auf Covid-19 getestet worden. Da haben die Märkte sofort morgens eine super starke Abwärtsbewegung gemacht, die dann nachmittags auch wieder sehr schnell aufgeholt wurde. Aber grundsätzlich, man sieht, der Markt ist hochvolatil. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das muss man einfach immer mit im Blick haben. Und auf solche Dinge solltet ihr auf jeden Fall immer achten. Man kann auch noch sehr viel tiefer gehen, sehr gut Wendepunkte und solche Dinge erkennen. Da möchte ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Aber wichtig ist, wenn man das hier sehen kann, dass die Volatilität halt über 20 sich befindet, der Vola-Index, dann weiß man erstmal, dass man in einem doch eher nervöseren Markt unterwegs ist. Besonders spannend ist es jetzt natürlich, ob der S&P es schafft, hier dieses diesen abwärts gerichteten Hochpunkt wieder rauszunehmen. Ist ungefähr bei 3.425 Punkten. Da wird es drum gehen. Da sind wir auch heute ja beim Wochenausblick schon einmal kurz drauf eingegangen. Hier jetzt auch nochmal. Also das ist die entscheidende Marke. Wenn der Markt das schafft, das herauszunehmen, diesen Punkt, dann ist dieser Druck, der nach unten ist, raus. Das würde auch zum saisonalen Bild passen, das sich ja auch zum November hin meistens bessert. Auch dann ist ja im November, Anfang November die Wahl. Also das heißt, wenn diese Unsicherheit aus dem Markt heraus ist, dann spricht vieles dafür, dass wir dann auf jeden Fall wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Bis dahin wird es auf jeden Fall spannend bleiben, denn es ist ganz klar, solange wir getrieben sind von der US-Wahl oder auch von Nachrichten aus den USA, beispielsweise Trump, wenn es ihm plötzlich deutlich schlechter gehen würde, dann würde das natürlich Einfluss erst einmal kurzfristig auf die Börsen haben. Wenn wir das mal außen vor lassen und davon ausgehen, dass alles seinen normalen Weg geht, dann haben wir eigentlich das hier als wichtigen Punkt, die 3.425, wenn wir die nach oben rausnehmen, dann ist dieser Abwärtstrend erst einmal beendet und wir können dann wieder davon ausgehen, dass es auch mehr Käufer in den Markt kommen. Wie gesagt, das saisonale Bild würde sich dann in den nächsten Wochen auch von der Seite her dann auch noch wieder aufhellen am Ende des Tages. Werfen wir einen Blick auf den Nasdaq, da sieht das Bild etwas anders schon aus. Auch hier haben wir natürlich einen Aufwärtstrend gehabt, der hier sehr schön nach oben gelaufen ist. Ich zeichne das auch hier nochmal kurz ein. Starke Aufwärtsbewegung, dann eine relativ große Korrektur. Auch hier ähnlich wie beim S&P, man kann das hier ganz gut sehen. Der Markt ist hier sehr schön nach unten weggelaufen. Hier war das alte Tief gewesen. Es gab hier so eine Art Doppeltief. Da kommt es auch nicht immer auf den Punkt genau an, ob das jetzt ein kleines bisschen höher oder tiefer ist. Und von hier aus hat der Markt dann sehr schön jetzt einen neuen Impuls nach oben gemacht. Hat hier im Prinzip die alten Hochs angegriffen am Donnerstag und am Freitag. Und ist jetzt auch heute wieder, stabilisiert sich hier. Und jetzt wird es spannend sein, ob der Markt es schafft, hier dann entsprechend hier über die Hochs zu kommen bei 11.600, ja, und ungefähr 20 Punkte, weil dann hätten wir hier tatsächlich einen neuen Trend, der hier wieder vorherrscht. Und von daher könnte man dann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Technologiewerte sich wieder mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich besser entwickeln werden als die Titel des S&P 500. Ansonsten sieht hier das Bild gut aus. Der Abwärtstrend ist hier zwar gebrochen worden bei 10.840. Man sieht aber auch, dass der Markt sich hier wirklich sehr, sehr gut dann entsprechend stabilisiert hat. Das heißt also auch bei uns innerhalb des Screening-Dienstes werfen wir hier vor allen Dingen derzeit den Blick auf den Nasdaq, weil das derzeit einfach ein sehr, sehr stabiler Markt ist, der auch im Vorfeld, wenn wir jetzt mal hier von diesem Korrekturmodus absehen, was auch nicht mehr war als eine Korrektur,
Kurskorrektur. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da darf man wirklich nicht zu viel hineininterpretieren. Ich höre das immer wieder aus den unterschiedlichsten Ecken, aus dem Kundenkreis, aber auch aus anderen Bereichen, die dann sagen, ja, das ist jetzt der Anfang wieder vom Ende, es geht jetzt wieder deutlich bergab. Also ich selber glaube einfach immer, solange ich das nicht in einem Chartbild sehe, nicht daran, dass wir hier einen großen Druck nach unten bekommen. Schon gar nicht, nachdem wir hier diesen Trendbruch, wenn auch nur am Donnerstag und Freitag und auch noch nicht auf Schlusskursbasis wirklich sauber gesehen haben. Aber ich gehe davon aus, wenn sich jetzt nichts eintrübt, dass wir hier gute Chancen haben, dass es hier nach oben läuft und dass das hier tatsächlich erst einmal die Tiefs waren. Ob das dann ewig anhält, weiß man nicht, aber darum geht es ja auch im Trading gar nicht, sondern da geht es ja darum, eine Analyse zu machen und dann diese Analyse am Ende des Tages dann auch umzusetzen in guten Trades. Auch das ist ganz, ganz wichtig, dann entsprechend zu schauen, welche Aktien sehen dann entsprechend besonders gut aus. Gut, werfen wir einen Blick auf den deutschen Markt. Zunächst einmal den DAX. Und dann sehen wir schon, dass es hier eher seitwärts gelaufen ist und das eigentlich schon seit Mai. Also wir haben hier keine großen Bewegungen. Ja, 1000 Punkte, das hört sich schon viel an, aber wenn man sieht, dass das Ganze hier mehr oder weniger seitwärts gelaufen ist, wenn wir uns das anschauen von den Tiefs hier im März, ist der Markt dann doch auch sehr dynamisch nach oben gekommen. Das heißt, man kann das hier ganz gut sehen, der Markt ist hier aus erstmal über die 200-Tage-Linie gesprungen, hat diese auch wieder rum angetestet. Das ist das, was ich auch sehr, sehr häufig ja auch immer sage, auch in den Weiterbildungen. Der Markt nutzt diese Möglichkeiten halt sehr häufig, an die 200-Tage-Linie zu laufen, hat dann hier Anfang September nochmal ein neues Hoch gebildet und anders als in den amerikanischen Märkten sind die Tiefs eben nicht gebrochen worden. Das heißt, man sieht hier die alten Tiefs von ungefähr 12.200 Punkte und diese haben noch Bestand. Das heißt, der Trend auf Tagesbasis ist in Deutschland einfach noch da und das ist eben ein großer Vorteil gegenüber dem amerikanischen Markt, wo wir ja diesen Angriff auf die Tiefs gesehen haben. Ich gehe da nochmal kurz auf den Nasdaq zurück, da könnt ihr das ganz gut sehen hier, dieses Korrektur Tief, was wir hier gesehen haben, das ist halt angegriffen worden, aber es hat sich nicht nach unten durchsetzen können, sondern es hat hier dieses sogenannte Doppeltief gegeben und danach hat der Markt dann auch sofort wieder seinen Weg nach oben angetreten und hat jetzt zwischenzeitlich auch schon wieder mehr als 6% plus gemacht. Also lange Rede, kurzer Sinn, markttechnisch gesehen sieht der deutsche Markt immer noch gut aus, der Aufwärtstrend ist intakt, wir haben hier die 200-Tage-Linie wieder getestet, sie hat wieder gehalten, auch das immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den wir natürlich immer auch achten, weil das auch hier uns natürlich gute Einstiegsmöglichkeiten immer wieder bietet, um hier einen schnellen Trade zu machen, vor allen Dingen Intraday, der meistens dann 2 bis 3 Tage Bestand hat. Das heißt, man kann hier reingehen in einen Trade, abends wieder schließen, am nächsten Tag hat man hier wieder die Chance, dann das Ganze zu nutzen und dann laufen meistens dann diese Bewegungen aus. Aber das ist eben das genau, was man am 200-Tage-Linie halt hat. Hier auch dasselbe Spiel, einen Tag, 2 Tage und dann läuft es meistens erst einmal aus. Das heißt also, wenn man mal die großen Indizes nimmt, was wir uns bis jetzt angeschaut haben, beim DAX ganz klar, der markttechnische Trend ist noch in Ordnung, allerdings ist die Dynamik im Nasdaq derzeit deutlich stärker. Kommen wir zum kleinen Bruder, den MDAX. Und hier sehen wir dasselbe Bild, was wir vorhin auch schon im DAX gesehen haben, zumindest was den Rücklauf an die 200-Tage-Linie angeht. Auch hier sehr schön zu sehen, der Markt hat hier einen sehr sauberen Trend. Also ich fange immer im großen Bild an, das würde ich euch auch raten, immer vom Großen ins Kleine zu gehen, dann auch eben von Indizes, dann entsprechend auf Einzelaktien. So, und hier sehen wir dann auch, der Markt ist hier sauber nach oben gelaufen und dann kam es am Ende hier zu diesem Trendbruch. Der Markt ist hier dann ähnlich wie beim S&P 500 dann in den Korrekturtrend gelaufen. Das ist kein neuer Abwärtstrend, sondern das ist halt ein Korrekturtrend, der sich hier aufgebaut hat. Auch hier wieder sehr schön zu sehen, an der 200-Tage-Linie genau gedreht. Der Markt ist sehr schön 2 Tage nach oben gelaufen, dann seitwärts und jetzt der neue Impuls. Auch hier immer dasselbe Muster, also auch da
nutzen wir halt sehr gerne Setups im Trading, um diesen kurzfristigen Effekt einfach mitzunehmen. Auch hier jetzt, was ist die spannende Marke am Ende des Tages? Es ist jetzt hier erstmal die 27.780, wo wir jetzt fast dran sind im MDAX, weil dann ist auch der Korrekturtrend hier erst einmal gebrochen. Das heißt, also auch hier macht es dann einfach eher Sinn, dann eben entsprechend bei solchen Aktien zu schauen, die in den entsprechenden Indizes sind. Und genauso bauen wir natürlich jetzt von hier aus dann in den nächsten Schritt halt hinein, wo wir uns dann einfach anschauen, okay, welche Aktien kommen denn jetzt für uns eigentlich in Frage? Also natürlich kann man auch die Indizes handeln, das machen ja auch viele von euch und das macht ja auch durchaus Sinn, wenn man jetzt nicht die Lust hat, sich in einen Screening-Prozess zu begeben, weil der ist ja zeitaufwendig und da sagt man wieder, ja, warum soll ich das denn überhaupt machen? Ich kann ja auch den Index direkt handeln und ja, natürlich habt ihr recht. Jeder hat recht mit seiner Meinung, der sagt, ich möchte lieber die Indizes handeln, das macht mir weniger Arbeit. Ja, der hat recht. Und derjenige, der sagt, ja, ich benutze den Index als Filter und handle dann die Aktien und macht dann einfach statt im Durchschnitt 8% Performance vielleicht 20, 30, 40% und zwar ohne Hebel, der hat genauso recht. Also am Ende hat jeder natürlich recht, jeder ist in seiner Welt gefangen. Ich selber bin ein großer Freund davon, den Index auch eben entsprechend zu nutzen, um zu schauen, in welche Richtung geht der Index, weil die Aktien, die wir handeln wollen, ob das jetzt aus dem DAX ist oder aus dem MDAX, sind ja Bestandteil dieses Index. So, und wenn der Index gut aussieht, dann wissen wir schon mal, dass im Regelfall der Großteil der Aktien im Regelfall sehr, sehr gut aussieht und wir von hier aus dann natürlich gute Chancen haben, dann zu sagen, okay, wenn der Aufwärtstrend da ist, das haben wir ja in den letzten Wochen beispielsweise bei Tesla gesehen oder bei Amazon oder bei Apple, naja, Nasdaq sah gut aus, die Aktien sahen gut aus, da war es wirklich keine Schwierigkeiten, 30, 40% in kurzer Zeit mit diesen Aktien halt zu machen. Das heißt also immer die Selektion von den großen Indizes dann entsprechend dann zu schauen, okay, wo geht denn hier die Party ab, da wollen wir dann am Ende des Tages hin. Ähnlich auch bei hier bei Gold noch eine kurze Analyse, weil wir immer ein paar Kunden haben, die eben auch im Rohstoffbereich sehr stark sind. Ich selber nutze den Rohstoffbereich auch ja für den Bereich, dass wir immer saisonal uns eher hier orientieren und dann in die einzelnen Aktien beziehungsweise in Gold einsteigen. Hier sehen wir diese ganz, ganz starke Aufwärtsbewegung, diese extrem starke Rallye über den Sommer hinweg. Dann dieser schnelle Rücklauf, den wir gesehen haben. Und hier ist halt ein sehr uneinheitliches Bild. Und das macht es als Händler total schwierig, hier dann einen guten Trade abzusetzen. Warum ist das so? Ich zeige es euch hier, wenn ihr euch das vom Tief anschaut. Also der Markt hat hier versucht, im kleinsten Trend hier einen neuen Trend zu etablieren. Dieser Trend ist dann gebrochen worden, als der Markt hier halt unter die Tiefs gefallen ist. Aber wenn ihr solche Bilder habt, die sind halt super, super schwierig zu handeln, was für mich einfach bedeutet, nein, ich möchte in einem solchen Markt nicht, absolut nicht engagiert sein. Immer wenn ich kein sauberes Bild habe, handle ich einfach nicht. Das haben wir jetzt auch, wie gesagt, in den letzten ein, zwei Wochen im amerikanischen Markt gehabt, was für mich natürlich sehr glücklich war. Ich war beruflich 10 Tage auf Kreta gewesen und deswegen war es für mich gar nicht schlimm, dass ich jetzt auf Tag und Stunde wenig handeln konnte. Ich habe den einen oder anderen Trade Intraday gemacht, den habe ich auch bei uns in der Facebook-Gruppe gepostet, aber ansonsten nutze ich auch einfach diese Zeit, wo sich keine großen Chancen ergeben, einfach um auch einfach mal die Füße stillzuhalten. Und das ist am Ende des Tages häufig auch die bessere Entscheidung, als viele Trades zu machen. Das heißt nicht, dass man in der Zeit keine guten Trades machen kann. Gerade die News-Trader haben natürlich immer Möglichkeiten, gute kurzfristige Trades zu machen. Ich habe mir einfach nur angewöhnt, auf Tag und Stunde immer zu schauen, was machen die Indizes, sieht das nicht sauber aus, halte ich mich halt raus. Nutze dann tatsächlich nur maximal News oder kurze Day-Trades, wenn ich vor allen Dingen nicht am Schreibtisch bin, so wie jetzt die letzten 10, 12 Tage, dann versuche ich wirklich nur eine Stunde am Tag konzentriert ranzugehen und wenn sich eine Chance bietet, das auch umzusetzen, weil man auch, wenn man, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr im Urlaub seid oder sonst unterwegs seid, das sind meistens dann eher nicht so gute Trades. So, das heißt also von hier aus würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal gleich auf die Fragen von euch. Wenn ihr auch mal möchtet, dass wir vielleicht mehr uns Devisen anschauen, dann müsst ihr das einfach mal schreiben, dann würden wir auch vielleicht das ein oder andere Devisenpaar uns dann beim nächsten Mal wieder mehr mit anschauen. Aber gerade jetzt im Aktienbereich haben wir, glaube ich, auch eine sehr
spannende Zeit, vor allen Dingen aus meiner Sicht eben auch häufig zumindest in Einzelaktien eher die stabileren Trends. Das heißt gar nicht, dass die Trends immer besser sind oder dass man damit vielleicht mehr Geld verdient als mit dem anderen, sondern es geht einfach darum, dass man natürlich mit der Zeit merkt, okay, welcher Markt liegt mir besonders und wo kann ich am schnellsten meine Performance dann entsprechend einfahren. Dagmar schreibt, Dagmar ist auch, glaube ich, gefühlt bei jedem Webinar dabei. Hallo Dagmar, es freut mich sehr. Frage, ist es normal, wenn der VIX und Aktienindizes gleichzeitig steigen? Sollte nicht einer in beiden Fällen, also der eine steigt und der andere fällt? Ja, gute Frage. Also ich versuche das mal in bildlicher Form zu machen. Wir haben uns ja vorhin kurz über die Volatilität gesprochen. Habe ich ja gesagt, dass man bei VIX Central sehr schön sehen kann, was die Volatilität macht. Und im Normalfall ist es halt so, wenn der Aktienmarkt steigt, also wenn das jetzt hier der Aktienmarkt ist, A für Aktien, dann sollte normalerweise, ich sage normalerweise, die Volatilität fallen. Also das ist so der normale Bereich, also Aktien steigen, Volatilität fällt. Das ist nicht nur im mittleren Blick so, das ist auch im kurzfristigen Bereich. Jetzt kann es allerdings mal vorkommen, dass beides so aussieht, dass die Volatilität nach oben geht. Das mal in Rot für Volatilität und Grün für den Aktienmarkt, dass dieser auch mit nach oben geht. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Wir gehen da sehr in die Tiefe in unserem Mastermind-Seminar Volatilität, weil daraus kann man sehr, sehr gut erkennen, wo Umkehrpunkte im Markt entstehen, Ungleichgewichte. Also im Prinzip sind wir Spurenleser. Wir schauen uns also wirklich genau an, wie agieren die ängstlichen Privaten, aber wie agieren vor allen Dingen auch die großen Adressen im Markt. Genau das, darum geht es auch beim Mastermind Volatilität. Das ist ein Tag, wo wir uns nur mit solchen Dingen beschäftigen, jetzt nicht nur mit Volatilität, sondern auch alle anderen Dinge wie Call-Ratios und sonstige Dinge, weil daraus können wir genau erkennen, in den nächsten 24 Stunden, wie der Markt sich bewegt. Darüber hinaus machen wir dann natürlich auch noch viele andere Dinge, verschiedene Rohstoffstrategien und auch eine Vola-Strategie, die im Jahr über 50% bringt. Aber zu der Frage, Dagmar, ganz klar. Also immer, wenn du siehst, dass der Aktienmarkt hochgeht und die Volatilität, kannst du davon ausgehen, irgendwas stimmt hier nicht. Also das heißt, übersetzt, es steht irgendetwas bevor. Das kann mal passieren, dass beides ein bisschen steigt oder ein bisschen fällt. Dann würde ich das auch nicht überinterpretieren. Aber wenn der Markt beispielsweise um 2% fällt, aber die Volatilität auch um 2% fällt, dann weißt du, hier ist irgendwas nicht in Ordnung und du kannst eigentlich eher dich besser auf die Volatilität verlassen als das, was du im Aktienmarkt siehst, weil im Aktienmarkt touren halt sehr, sehr viele Menschen rum, die weniger Ahnung haben. Also von daher, bei der Volatilität ist es eben so, dass da sehr viele Profis agieren. Wenn ihr was zu Aktien wissen möchtet, es wäre mal schön, wenn ihr die Kürzel mit reinschreiben könntet. Also nicht immer den ganzen Namen, sondern wirklich das Kürzel. Dann sind wir auf jeden Fall deutlich schneller. Sonst muss ich immer erst gucken, um welche Aktie es sich handelt. Und dann gucken, ob wir das passende Kürzel kriegen. So. Und ob die in Deutschland oder in den USA ihren Hauptsitz hat, das sieht man nämlich dann auch immer erst am Umsatz. So. Denke, um diese Aktie ging es jetzt. Also hier ganz schön zu sehen, ne? Also wir sind hier super nach oben gelaufen. Eigentlich genau das, was wir eigentlich haben wollten. Dann auch hier diese starke Abwärtsbewegung im Prinzip als Korrektur, eigentlich fast mustergültig zu dem, was wir vorhin auch im Nasdaq gesehen haben. Hier dann dieses Doppeltief. Der Markt hat hier dann dieses Hoch herausgenommen, kurz rüber gelugt, so klack, und dann erst in den Korrekturmodus gegangen. Das heißt, der starke Abwärtstrend ist erstmal raus. Und von hier aus geht es jetzt eigentlich darum, schafft die Aktie jetzt einen neuen Trend nach oben? Weil hier unten
ist es natürlich zum Trendbruch gekommen. Also wenn man jetzt die Wahl hat und man hat viele andere Aktien, die man nutzen könnte, dann würde ich auch immer schauen, dass ich vielleicht eher eine andere Aktie bekomme. Manchmal ist es aber so, dass wenn gerade wenn an diesen Punkten sowas auftritt, dann kann das auch ein guter Startschuss tatsächlich für eine starke Bewegung sein. Und das war hier ja auch gegeben. Die Aktie ist hier 10% gestiegen. Also für den Einstieg ist es mir hier an dieser Stelle noch zu früh, weil darauf läuft es ja dann meistens hinaus, ob wir die Aktie dann handeln wollen oder nicht. Also ich würde sie jetzt im Moment noch nicht anfassen, weil es mir einfach noch zu früh ist. Ich möchte halt hier erstmal sehen, dass es hier wieder einen neuen Trend gibt. Gut, dann schauen wir weiter. Liebe Grüße von Reinhard. Ich war bei Rendite Unlimited im März mit dabei. Sehr schön, Reinhard. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitnehmen können und jetzt vor allen Dingen auch umsetzen können. Roland fragt, ab welchem Wert im VIX oder im VDAX würdest du Shorts eingehen? Ja, das ist eine gute Frage, Roland. Also ab wann macht es Sinn, Shorts einzugehen? Wir haben ja vorhin gesagt, so oberhalb von 20 haben wir einen nervösen Markt. Die Frage lässt sich nicht so einfach beantworten, Roland, weil es ist zu kurz gesprungen zu sagen, wenn der Markt über einen bestimmten Punkt hinausgeht, dann würde ich auf Short springen. Weil dann könnte man sagen, okay, also wir wissen, dass der Markt über 20 nervös ist, und dann würde es grundsätzlich Sinn machen, Short zu handeln. Wenn wir uns aber anschauen, beispielsweise, wir sind jetzt, ich gehe jetzt einfach nochmal in den S&P, in den Tageschart. Also das hier war die Vola die ganze Zeit hoch. Das war natürlich total super. Die Vola ist immer noch hoch und der Markt ist auf neue Allzeithochs geklettert. Das heißt, du siehst schon, das wäre zu kurz gesprungen, das an einem einzigen Wert festzumachen. Aber ich gehe einen Schritt weiter. Ich sage, du kannst anhand der Volatilität, wenn du weißt, wonach du suchen musst und wie du rangehst, kannst du diese Wendepunkte wie hier unten, die wir hier gesehen haben, sowohl hier als auch hier als auch hier, sehr, sehr gut erkennen. Und das ist das, was wir bei uns im Mastermind-Seminar Volatilität machen, 3 Tage lang, weil das kann man nicht in 5 Minuten erklären. Aber es ist auf jeden Fall zu kurz gesprungen zu sagen, wenn der VDAX New über 20 ist, dann sollte man shorten. Also das würde nichts bringen. Ja, da kommt die Frage nochmal von Roland, ab welchem Wert im VIX würdest du den S&P 500 short gehen? Also ne, beantwortet gerade, das kann man nicht so fix machen. Du musst dich entweder mit der Materie sehr intensiv auseinandersetzen, sehr viel Analysen selber fahren, welche Konstellation du brauchst, um das zu machen, oder du ersparst dir das, wenn du das willst, und besuchst uns einfach auf dem Volatilitätsseminar. Peter fragt, wenn der Nasdaq heute über 11.600 steigt, fehlt noch eine gültige Korrektur für einen neuen Trend. Gehe ja kurz drauf. Also es ist ja tatsächlich so, wir sind jetzt hier am Tiefpunkt gewesen, der Markt läuft hoch, und wenn er jetzt in den nächsten Tagen halt über die 11.600 geht, dann haben wir halt einen neuen kurzfristigen Trend. Dieser Trend hier, dieser ist dann gebrochen. Das heißt, der mittlere Trend ist hier tot in dem Fall, aber es würde sich ein kleiner neuer Trend aufbäumen, wenn wir hier eine Korrektur haben, die sich vielleicht noch 2, 3 Tage fortsetzt und dann über die 11.600 geht. Wie gesagt, das ist dann der kleinste Trend. Der mittlere Trend wäre dann erstmal kaputt, weil das hier war der kleinste Trend. Der würde dann entsprechend mit diesem neuen kleinen Trend zu dem mittleren Trend werden. So, ein, zwei Leute schreiben, sie hören nichts. Da kann ich leider nichts gegen tun. Wie sieht es mit Silber und Öl aus? Ja, auch da ist es immer, wie gesagt, so, dass wir auch da halt immer schauen müssen. Bei Öl ist es total schwierig. Also ich handle überhaupt gar kein Öl, weil ich habe hier zwar den USO drin, das ist der ETF auf amerikanisches Öl. Den handle ich auch sehr, sehr gerne. Ich habe hier von dieser Abwärtsbewegung sehr, sehr viel mitnehmen können. Ich bin ein großer Freund, Öl nur von der Short-Seite anzugehen und da auch lieber in ETFs als in Futures, auch wenn ich sonst eher der Future Händler bin, aber in Öl handle ich deutlich, deutlich lieber ETFs. Nicht wegen der Volatilität oder der Kontogröße, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern man kann hier deutlich mehr Geld in ETFs verdienen, wenn man die Short-Seite handelt. Silber, auch hier, im Prinzip ein ähnliches Bild wie beim Gold. Auch hier
haben wir einen tollen Aufwärtstrend gehabt, der sogar viel, viel, viel dynamischer war, als wir das gesehen haben im Gold. Also hier auch, hier die Bewegung hier halt hoch, 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 hoch. Es ging hier wahnsinnig nach oben, wenn ihr euch das anschaut. Alleine hier diese zwei letzten Aufwärtsbewegungen, die wir hier gesehen haben, hier die letzte, das waren 25% plus. Und hier diese Bewegungen waren 50% plus. Auch wenn man die jetzt nicht komplett eingefangen bekommt, weil meistens kommt man ja erst hier so auf dieser Höhe rein und wird dann irgendwie dann hier ausgestoppt. Und dann sind es halt 30% und hier waren es bestimmt auch 15, die man hätte locker mitnehmen können. Das heißt also, bei Gold und Silber handle ich auch tatsächlich lieber dann entsprechend die Futures. Nur derzeit ist hier das Bild halt auch nicht wirklich gut, weil ihr seht hier diese Abwärtsbewegungen. Es hat hier einfach einen Korrekturtrend gegeben. Starke Abwärtsbewegung, dann eine relativ starke Korrektur, wie eine Art Doppelhoch. Dann hier dieser Abwärtstrend. Das heißt, hier ist auch noch nicht klar, ob es jetzt dieser Abwärtstrend, dieser Korrekturtrend weiter anhält. Ich würde hier auf gar keinen Fall auf die Short-Seite wechseln. Also soweit lege ich mich auf jeden Fall aus dem Fenster, weil das macht aus meiner Sicht halt gar keinen Sinn. Dagmar schreibt schon, wir hatten ja gerade über die Volatilität gesprochen. Das ist für mich ein Zeichen, dass ich ins Mastermind-Seminar muss. Also das gilt, also freue mich darüber, Dagmar. Und ich garantiere dir, wenn du aus dem Mastermind-Seminar kommst, wirst du die Börse komplett anders sehen. Das hat bisher jeder Teilnehmer gesagt, der da gewesen war. Man bekommt einfach einen komplett anderen Blick. Ich möchte jetzt gar nicht so tief hier reingehen und hier groß Werbung machen, aber es ist tatsächlich so, man geht so tief rein und das, was man dort geboten bekommt, und das da könnt ihr mich beim Wort nehmen, das habt ihr woanders noch nie gehört oder gesehen. So, dann haben wir Ingo. Letzte Woche, Donnerstag und Freitag, haben wir den Fall der VIX SPX Anomalie gehabt, also VDAX, der VIX und und der S&P 500 sind in die gleiche Richtung gegangen. Gab es hier schon nennenswerte Auswirkungen? Also kann ich dir gar nicht sagen, ich habe am Freitag nicht gehandelt. Wie gesagt, ich bin erst Sonntagnacht um 2:30 aus Kreta wiedergekommen, wo ich im Rahmen eines Riesen-Events einen Tag lang über finanzielle Freiheit sprechen durfte. War also wirklich ganz toll. Habe also hier gar nicht gesehen, was hier passiert ist. Aber man kann ja ganz gut sehen, wenn man sich den S&P anschaut und was ist da passiert am Freitag? Naja, eigentlich nichts. Was wir gesehen haben, ist hier eine Umkehrkerze. Ich weiß auch nicht, ob beides gestiegen oder beides gefallen ist. Wie gesagt, ich bin heute den ersten Tag nach 2 Wochen erst mal wieder im Büro und fange jetzt wieder an, mich langsam reinzudenken in den Markt. Ich bin auch nur bis morgen da, weil es am Mittwoch dann auch sofort wieder in die Schweiz geht. Also von daher habe ich dieses Bild nicht gesehen. Wie gesagt, es kommt dann nicht darauf an, dass beides nur in die gleiche Richtung zeigt, sondern es kommt auch wirklich darauf an, wie stark das Ganze in die ein oder andere Richtung geht. Von Donnerstag auf Freitag wurde ja gemeldet, dass Trump Coronavirus hat. Genau, also das habe ich, das also da war ich auch morgens sehr überrascht, weil ich hatte morgens gesehen, Nelson, dass der Markt sehr stark dann unter Druck geraten ist. Das ist ja diese starke Abwärtsbewegung dann gewesen. Aber am Ende ist ja nichts passiert und das ist eigentlich so der entsprechende Punkt gewesen, dass der Markt sich dann relativ schnell im US-Markt wieder gefangen hatte. Ich glaube, eine große Verwerfung werden wir eigentlich erst dann bekommen, wenn tatsächlich Trump sehr schwer erkrankt und man Angst haben muss, ob er überhaupt noch zur nächsten Wahl antreten kann. Also es geht jetzt gar nicht da um den schlimmsten aller Fälle, dass man jetzt den Virus bekommt und es nicht überlebt, sondern auch wenn er so stark angeschlagen wäre, dass er halt nicht mehr antreten kann. Weil dann würde es sehr, sehr schwierig werden, so schnell einen Nachfolger aufzubauen. Also dann könnten die Börsen schon nochmal sehr stark unter Druck geraten. Definitiv. So. Am Abend, nur als Ergänzung, am Abend gab es nochmal die Meldung, weil die Börse eben eingekracht ist, dass die Demokraten und Republikaner sich nochmal treffen bezüglich Abstimmung des Hilfspakets. Genau. Sehr, sehr gut, vielen Dank. Wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen die letzten 10 Tage, aber also bei mir ist es auch so, wenn ich so unterwegs bin wie die letzten 10 Tage und ich bin auf Veranstaltungen, dann gerade wenn es mehr als ein Tag ist oder zwei, dann gucke ich immer noch, was los ist. Aber bei 10 Tagen versuche ich dann auch wirklich ein bisschen Abstand zur Börse zu bekommen und dann wirklich nur mal einen kurzen Trade vielleicht zu machen, aber jetzt nicht so voll dran zu hängen. So, Muss auch mal Marcel. abschalten.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch etwas, das gehört ja eigentlich auch hierhin. Ihr solltet unbedingt versuchen, wenn ihr im Urlaub seid oder private Sachen habt, dann auch wirklich mal zu sagen, ich mache heute mal nichts oder ich mache jetzt mal eine Woche nichts oder auch mal 2 Wochen nichts. Also die 2 Wochen werden nicht dafür sorgen, dass ihr deswegen nicht besonders reich oder besonders arm werdet. Also es tut dem keinen Abbruch. Im Gegenteil, dieser Abstand ist extremst wichtig, um sich neu zu sortieren, neue Ideen zu bekommen, mal wieder runterzukommen, den Akku komplett aufzuladen. Das ist super, super wichtig. Und ich habe das früher auch nicht gemacht. Ich bin selbst mit einer schweren Erkältung und sowas wie Wig-Day-Mate dann vorm Rechner gesessen. Und ich kann euch sagen, die Ergebnisse waren meistens grottenschlecht. Aber ich habe auch immer gedacht, ich kann es mir nicht leisten, meinen Tag nicht zu handeln. Zwischenzeitlich bin ich da super, super entspannt, was das angeht. Wie gesagt, ich war jetzt 12 Tage nicht im Büro, bin jetzt 2 Tage da und bin dann ab Mittwoch auch wieder für ja fast 11 Tage unterwegs. Das ist einfach so, das ist dieser Block, der dann ist. Und dann bin ich aber auch wieder komplett den November und Dezember bis zum 20. dann auch wieder, wo ich dann 6 Wochen lang wirklich nur im Handel bin. Und das ist dann auch statistisch gesehen die beste Zeit. Und ich versuche halt mir immer meine Trading-Zeiten so zu legen, dass ich immer zu den besten Zeiten saisonal gesehen im Handel bin. Und in anderen Zeiten versuche ich halt entsprechend Urlaub zu machen oder andere Dinge. Und das solltet ihr halt auch sehen. Genauso wie wir gesagt haben, wenn wir keinen Trend haben im Handel, dann macht was anderes. Also versucht jetzt nicht mit aller Gewalt dann unbedingt zu traden, weil es nützt euch halt nichts, wenn ihr plus minus null tradet oder einen ganz, ganz kleinen Gewinn vielleicht habt oder vielleicht sogar einen Verlust, das wäre ja noch viel, viel schlimmer wäre. Marcel schreibt, bieten Solaraktien wie Sunrun aktuell noch gute Trading-Chancen oder sind die zu weit gelaufen? Also zu weit gelaufen, das ist auch so ein Irrglaube, dass man Aktien nicht handeln kann, die zu weit gelaufen sind, weil dann hättet ihr niemals im Leben Apple oder Tesla handeln dürfen, weil wenn Apple keinen Aktiensplit gemacht hätte oder in den vergangenen Jahren haben die ja mehrere Splits gemacht, dann ständen die zwischenzeitlich schon bei über 20.000 Dollar. So, also da könnte man ja sagen, also das ist ja nun wirklich viel, viel, viel zu teuer und laufen auch von einem Allzeithoch zum nächsten. Ähnliches ist hier in dem Bereich auch. Also ich würde halt immer schauen, und das wissen ja auch die Leute aus der Ausbildung bei mir, ich bin ein Riesenfreund davon, starke Momentum-Aktien zu traden. Alle die in den letzten Wochen, als es vor dem Split bei Tesla und Apple, da haben wir noch zu Kursen von 800, 900 Positionen aufgebaut, wo alle gesagt haben, boah, die sind doch auf Allzeithoch, wie können denn da neue Positionen aufbauen? Ja, genau dann will ich ja natürlich in die Aktien rein. Und nicht wenn in so Aktien wie Lufthansa oder so, ne? Also da ist immer der Traum der Privaten, ich kann da mal schnell 100% machen, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht besonders hoch, ne? Das ist so wie Lotto spielen, darauf hoffen, dass man den direkten Jackpot bekommt, anstatt doch dabei zu sein, wo die Post natürlich abgeht. Also auch hier super starker Trend, sehr schön zu sehen. Jetzt die letzten 2 Tage ein bisschen in Korrektur. Also es ist ja eine der Aktien, von denen, die wir jetzt gesehen haben, wo ich am liebsten einsteigen würde. Nie wieder. Ja, weißt du das Kürzel, Nelson, zufällig? NDVA? NVIDIA? NVDA. 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 Ja, das ist dann. Weiße. Dankeschön. Auch hier sehr schön zu sehen, Aktie nach der Korrektur hier stark nach unten gelaufen. Erstmal nicht so schön, hat die alten Tiefs von dem kleinen Trend gebrochen, hat allerdings jetzt wieder einen neuen kleinen Trend aufgebaut. Der mittlere Trend ist allerdings noch kaputt, weil hier einfach dieser Bereich gebrochen ist. Der wird erst wieder besser, wenn wir hier oben rüber laufen. Das heißt, bis dahin ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft. Strong Long würde ich auf keinen Fall behaupten. Dafür müsste hier schon viel, viel mehr passieren. Also um zu sagen, das ist eine meiner A-Plus-Aktien, würde ich sagen, nee, ist es nicht. Aber sie hat halt im kleinen Trend erstmal wieder eine Aufwärtsbewegung. Das ist so der erste Schritt für eine Aktie. Also ein Strong Long hatten wir davor gehabt. Also das ist eine Aktie. Solche Aktien, die sind Strong Long. Alles andere ist so, na, 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 ist halt so, ne? So, Intel.
Also mit den Kürzeln. INTC. Oh, du kennst dich ja gut aus. Nochmal bitte INTC. Ja. Du hast sie alle im Kopf. Oder guckst du parallel nach? Ich müsste jetzt sagen, natürlich habe ich sie im Kopf, aber tatsächlich wusste ich das. Ja, muss auch gucken. Ja, also ich bin im Moment auch nicht ganz glücklich, ehrlich gesagt, mit dem Agena Trader, weil da viele Sachen im Moment nicht so funktionieren, wie es funktionieren sollten, vor allen Dingen was die Listen angeht, aber ist ein anderes Thema. Also hier die Frage ist ja, wie beurteile ich den Einbruch? Also erstmal, wenn es so einen Einbruch gegeben hat, dann will ich alles, nur nicht mehr long in dieser Aktie sein. Also Aktien, die solche Gaps aufreißen, auch wenn das Gap dramatischer aussieht, als es am Ende des Tages ist. Ich meine, wir reden jetzt hier von gut 10%, da ist jetzt die Welt nicht von untergegangen. Aber ihr seht ja hier passiert auch nichts in der Aktie. Und ihr müsst euch immer fragen, warum um Gottes Namen wollt ihr eigentlich eine Aktie handeln, die sich hier in so einer Range befindet, die irgendwie 10% groß ist und hier keine Dynamik ist. Ich sehe das immer wieder bei Kunden, dass sie auf solche Aktien gehen und denken, ja, aber es ist doch ein gutes Unternehmen. Gefühlt jeder zweite Computer hat doch einen Chip von Intel und was weiß ich nicht alles. Ja, das ist alles richtig. Aber warum muss ich die Aktie gerade handeln, wenn die sich halt so überhaupt nicht bewegt? Also das ist halt so das Ding. Also ich will so eine Aktie wie Intel handeln, wenn die hier nach oben läuft, wenn das hier ist, dann will ich Aktien handeln. Aber ich will sie halt nicht handeln, wenn sie hier ja am Boden rumhängen. Ne? Also das ist halt so das Ding. Das ist natürlich auch eine Sache der Philosophie, welche man jetzt hier hat. Das heißt, wenn ihr sagt, ja, ich steige da ein und ich glaube daran und langfristig wird die Aktie auch wieder neue Hochs machen, ja gut, dann ist es eine Meinung und ihr müsst natürlich eure Meinung dann entsprechend auch umsetzen. Aber am Ende des Tages, also zumindest ich arbeite eigentlich dafür, für Geld. So. Und wenn ich trade, dann will ich damit viel Geld verdienen. So. Und ich habe keine Zeit. Geld, was ihr gebunden habt in einer Aktie wie Intel, und Intel steht jetzt für alle Aktien, die ähnlich aussehen, dann binde ich Geld in einem Bereich über Wochen, mit denen ich kein Geld verdiene. Oder wenig Geld verdiene oder hoffen muss, dass ich irgendwann Geld verdiene. Da frage ich mich immer, warum um Gottes Namen wollt ihr das machen? Also warum wollt ihr diese Schmerzen aushalten, da drinnen zu sein? Es geht langsam nach oben, anstatt in Aktien zu sein, die sich super, super geil entwickeln und ihr guckt einfach nur zu. Das ist etwas, was ich halt sich bis heute mir nicht wirklich erschlossen hat, warum so viele Trader das machen. Und ja, ich weiß, dass es so ist. Investoren kann ich dann noch verstehen, die einen langfristigen Horizont haben und sagen, ich will eh nur 10% im Jahr machen, das ist alles vollkommen okay. Aber wenn ich sage, ich möchte halt schnell und viel Geld verdienen, Momentum machen, dann muss ich mich halt für Aktien interessieren, die sich auch entsprechend bewegen. Okay, hoffe, du kommst mit der Analyse, kannst was mit anfangen, Roland. Und wie gesagt, die Aktie ist stellvertretend für viele andere Aktien, die genauso aussehen wie Intel. So, dann schauen wir hier. Also hier sieht es deutlich, deutlich besser aus. Also meine Aktie, wo es auch Spaß macht, dann wieder hinzugucken. Die Aktie ist hier von den Tiefs schön nach oben gelaufen. Ihr seht hier die Allzeithochs, also, oder die Jahreshochs, die liegen hier noch bei 240 ungefähr. Das ist noch ein ganzes Stück hin. Aber die Aktie hat hier die alten Hochs herausgenommen. Hat hier auch den mittleren Trend wieder aufgenommen. Der kleine Trend ist sowieso hier intakt. Also deutlich, deutlich schöner, deutlich sauberer. Gefällt mir sehr gut von der Analyse her. Ist auf jeden Fall eine Aktie, die man gut handeln kann, die ich jetzt vielleicht nicht gerade als A-Plus-Aktie bezeichnen würde, aber auf jeden Fall gehört sie zu den Kandidaten, die ich auf jeden Fall eher auf der Long-Seite handeln möchte, als das, was wir zum Teil vorhin gesehen haben. Also eher guter Wert, Sebastian. Also von daher alles gut. Haben wir noch? Wie siehst du Patricia, PAT? So. Ja, das ist, da komme ich auch immer, da gibt man was Neues ein und es passt nicht. Ja, also auch hier
Der Absturz ist, also diese Korrektur, die wir an die 200-Tage-Linie gesehen haben, ist nicht besonders stark gewesen. Also prozentual gesehen sind es halt gut 10, 12%. Ist jetzt also keine Sache, wo man jetzt was sagen muss. Was mir hier nicht gefällt, ist das Chartbild. Also wenn ihr solche Aktien handelt, und das ist auch ein Thema, wo wir halt sehr stark auch in der Ausbildung drauf eingehen, hier sind Fehlausbrüche und Geld verlieren fast schon vorprogrammiert. Ihr habt hier der Markt läuft hoch, macht hier neues Hoch. Was passiert? Falscher Zeichenstab. Ich wollte eigentlich diesen hier nehmen. Macht neues Hoch und stürzt ab. Aktie hier macht ein neues Hoch und fällt. Aktie macht ein kleines neues Hoch und fällt. Und ihr müsst euch mal angucken, die fallen dann immer 8%. Die Aktie macht ein neues Hoch und fällt ab. Aktie macht ein neues Hoch und fällt ab. Also wenn ihr sowas handelt, also ihr guckt euch den Chart an und handelt dann sowas oder kauft solche Aktien. Wenn ihr die Aktien hier unten irgendwo kauft, okay, von mir aus alles okay. Also es kommt ja immer darauf an, wo kauft man solche Aktien. Aber wenn ihr solche Aktien kauft, dann müsst ihr euch wirklich fragen, habt ihr euch den Chart vorher wirklich angesehen? Ich weiß, dass ihr die Antwort nicht immer hören mögt, aber es ist doch wahr. Also wenn ihr euch das jetzt neutral anschaut, ihr habt die Position nicht, dann würde man doch sagen, okay, also macht es wirklich Sinn, hier irgendwo zu kaufen? Also wie gesagt, hier unten irgendwo, wenn ihr da gekauft habt, alles easy, ne? Also, ne? Aber darauf zu hoffen, dass die Aktie nach einem Hoch weiterläuft, ist halt, könnt ihr halt knicken, ne? Weil die Aktie sieht so aus, als wenn es da wirklich immer Abgeber gibt, die die Aktie einfach immer oben mit neuen Hochs verkaufen. Und wenn ihr gute Trader werden wollt, dann müsst ihr sowas lernen, sowas zu lesen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Also solche Aktien machen halt wenig, wenig Sinn. Daimler. Immer wieder Daimler. Sehr gerne. Dann mal die ganzen Zeichnungen hier rausmachen. So, am Ende des Tages gibt es da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Die Aktie läuft nach oben, macht einen Hoch nach dem anderen. Auf jeden Fall starker Titel hat, und das ist halt auch spannend. Die Aktie ist halt vom Tief, hat die über 100% zwischenzeitlich gemacht. Viele wissen, dass die aus meinen Investmentausbildungen kommen. Daimler ist eine Aktie, die halt super ist. Ich habe die Aktie gekauft, als sie im Rücklauf war. Daimler kaufe ich halt immer, weil das ist eine Aktie, wo ich mir immer mal wieder ganz gerne die Zahlen anschaue, wie hoch ist der innere Wert einer Aktie und. Das schaffe ich nicht für alle Aktien, dafür ist der Zeitaufwand einfach zu groß. Aber es macht halt einfach Sinn bei solchen Aktien. So, ich habe so ein Portfolio von 4, 5 Aktien, die ich mir halt sehr genau immer anschaue. Und hier mit so einer Aktie mache ich halt im Schnitt jedes Jahr 50%, wenn ein bestimmtes Muster auftritt. Und das ist hier eben auch eingetreten. Der Kurs ist hier runtergekommen. Ich kaufe mich einfach in diese Abwärtsbewegung hinein ein. Das ist keine Trading, sondern wirklich ist ein Investmentansatz. Und dann läuft die Aktie halt nach oben und dann macht man halt 50% und dann steigt man halt irgendwann, wenn man 50% plus X hat, wieder aus. Aber das ist hier bei Daimler eben total cool und weil ist halt cool, dass du danach fragst, weil das eben der Wert ist, den ich halt in ganz, ganz vielen Investmentseminaren halt auch bringe, weil das macht hier einfach Sinn, wenn ihr die Zeit habt, einfach danach zu schauen, beispielsweise, wie hoch ist der innere Wert einer Aktie. So, und dann kommt noch die Frage zu Infineon. Ja, auch hier im Prinzip ein ähnliches Bild wie bei Daimler. Auch hier ist der Trend in Ordnung. Es hat hier ein kleines Gap gegeben, starker Aufwärtsimpuls, jetzt 2 Tage korrigiert, ähnlich wie Daimler. Also wenn du es hast, super. Wenn du es noch nicht hast, auf jeden Fall spannender Titel. Machst du alles richtig, Marc. Ah, nee, Fabian hat gefragt nach Infineon. So, sorry. So. Würde dich die lange Konsolidierung bei DKNG stören. Also grundsätzlich stören mich immer Korrekturen, die lang sind. Vor allen Dingen, wenn ich drinne bin in so einer Aktie. Ich weiß jetzt nicht, ob das die gleiche Aktie ist, die du meinst. DKNG. Also eine lange Korrektur sehe ich hier jetzt gerade nicht. Bei Draft Kings. Also von daher, nehmen wir mal an, das wäre jetzt die Aktie, die du meinst. Also hier gibt es keine lange Konsolidierung. Das ist alles in Ordnung. Also die Aktie würde ich auf jeden Fall handeln wollen.
So, dann haben wir noch von Michael. BBBY, also ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden nicht alle Kandidaten durchkriegen, die ihr gerne hättet, weil das reicht die Zeit nicht zu. Ja, also auch hier, also wenn ihr solche Titel habt, ist schön, dass ihr fragt. Super. Ja, also solche Aktien möchte ich halt haben. Aktien, die nach oben laufen, kurze Korrekturen machen, immer weitergehen, immer weitergehen. Also genau das ist eigentlich das, was ich gerne im Portfolio haben möchte. Du schreibst auch, es juckt mich, die Aktie long zu nehmen. Ja, würde mich auch jucken. Ich würde sie jetzt nur nicht am Hoch kaufen wollen. Das heißt, ich würde hier eine Korrektur abwarten wollen und gerade nach dem Gap hier, weil es ist ja schon ein 20% Gap gewesen, hat die Aktie auch noch mal ein bisschen was oben drauf gelegt. Da muss man auch die Nerven behalten und sagen, okay, also ja, will ich haben, aber ich brauche halt irgendwie eine Korrektur, weil wo willst du sonst den Stop hinsetzen? Das wird halt sonst sehr, sehr ekelig, wenn die Aktie sonst mal wieder nach unten kommt. Und da würde ich halt auf solche Sachen halt achten, ne? Dass man einfach da nicht einfach hinterher springt, sondern einfach schauen, wie kommt man da tatsächlich vernünftig an so einen Punkt ran, dass man da was machen kann. Aber die Aktie selber ist super, gut rausgesucht. Ja. Hier ist es so ein bisschen schwieriger. Also die Aktie hat keinen Abwärtstrend wirklich gebildet. Ja, hier kann man schon, doch, haben wir doch, also kann man schon sehen, ist hier runtergekommen, hat hier eine kurze Korrektur hingelegt, hier runter, hat dann hier so einen Trendbruch hingelegt. Also das ist alles, hat danach sogar einen Aufwärtstrend. Das heißt, der kleine Trend ist wieder da. Den kann man hier ganz gut sehen. So, also der kleine Trend ist da. Die Aktie hat jetzt von den Tiefs heraus 15% plus X wieder gemacht in den letzten Tagen. Also von daher, ja, kann man auf jeden Fall sich anschauen. Der Aufwärtstrend hier ist halt verletzt worden. Ne? Kann man hier ganz gut sehen. Ist hier halt unter die Tiefs gefallen, was nicht so schön war, auch hier schon. Also das ist. Also kann man auf jeden Fall auf die Long Watchlist nehmen. Ist jetzt nicht so eine Aktie, wo ich sage, um Gottes Willen, das haben wir ja vorhin schon ein paar gehabt. Aber das geht auf jeden Fall. Wenn man drinne ist, ist sowieso gut. Es gibt halt bessere Aktien, sagen wir so. Also, aber es kommt ja auch mal darauf an, wie viele Aktien will man handeln oder wie viel könnt ihr handeln? Könnt ihr 10 handeln, 20 handeln, 30? Ist euer Konto so groß? Oder ist es eher so, dass ihr vielleicht nur 5 Aktien handeln könnt? Und wenn ich 5 Aktien handeln kann, naja, dann würde ich persönlich halt immer nach Aktien suchen, die besten im Markt sind, also die stärksten Aktien. Ne? Das ist am Ende des Tages halt immer das, wo ich glaube, da muss man halt schauen. Dagmar fragt, würdest du momentan bis zur US-Wahl Forex-Paare traden, wo der US-Dollar enthalten ist? Wir haben ja schon darüber gesprochen, Dagmar, dass ich nicht so der große Freund bin von kurzfristigen Devisentrades. Grundsätzlich, also es ist halt so, man kann halt mit Devisen Geld verdienen, wenn man genau weiß, was man tut. Man muss sich halt ein bisschen auskennen in diesem Bereich. Und mir ist es zu viel Aufwand, den ich hier betreiben muss, um hier profitabel zu agieren. Ich mache das im Tageschart sehr gerne. Ich mache das auch im Stundenchart, dass ich den Euro-US-Dollar handle. Kann man auch mal gerade drauf gehen. Also hier ist ja sehr schön zu sehen. Der Euro-US-Dollar hat hier einen starken Aufwärtstrend gehabt. Was auch nicht ungewöhnlich ist. Also das ist jetzt nichts, was uns das, was aus heiterem Himmel gekommen ist, dieser Aufwärtstrend ist dann gebrochen worden und es ist zu einem neuen Korrekturtrend gekommen. Kein Abwärtstrend, sondern entsprechend ein Korrekturtrend. So, man sieht das hier ganz gut. Der Markt ist hier dann entsprechend nach unten gelaufen. Ich stelle mir halt die Frage, und das ist halt wie bei Aktien auch, warum möchte ich die Aktien oder jetzt das Devisenpaar halt handeln? Ist die stärker als Aktienpaare? Du beziehst es jetzt natürlich auf die Wahl, macht das im Vorfeld Sinn? Wir haben hier eine starke Korrektur gehabt, da haben schon ganz viele wieder drüber gesprochen. Wir werden die 1,10 ganz schnell sehen.
Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe aber auch keinen Grund, long einzusteigen. Also für mich ist es total schwierig. Das Bild ist nicht passend für mich als Tag- und Stundenhändler. Und für Intraday, ehrlich gesagt, wenn ihr wirklich Euro, US-Dollar oder andere Währungspaare handeln wollt und dann nicht gut drinne seid, dann habt ihr halt eine große Aufgabe vor euch, nämlich jemanden zu finden und zu schauen, wer wirklich, wirklich richtig gut ist im Devisenhandel. Also ich bin wirklich nur auf Tag und Stunde gut. Intraday ist das überhaupt nicht mein Markt. Wenn ich Devisen handle, dann meistens auch im Future. Und ja, also da wäre ich auch der falsche Ansprechpartner. Ich brauche immer wieder Anfragen zu Coachings in diesem Bereich. Die lehne ich immer ab, auch mit der gleichen Begründung, dass es einfach nicht der Markt ist, in dem ich mich 100% auskenne. Und ich finde, man sollte sich wirklich nur auf Märkte auch gehen, von denen man hundertprozentig weiß, wo man sich auskennt, vor allen Dingen, wenn man Kundenanfragen hat in diesem Bereich. Peter fragt, was hältst du von Gold mit Hilfe von Goldminenaktien? Ist ein schwieriges Thema, Peter, weil Gold und Goldminen nicht immer parallel laufen. Also ich analysiere Goldminenaktien genauso, wie ich alle anderen Aktien analysiere, also das, was wir hier vorhin auch gemacht haben. Ich gehe immer nach dem gleichen System ran, wenn ich etwas handeln möchte, ob das Devisenpaare sind, ob das Rohstoffe sind. Ich würde halt, wie gesagt, Öl im Regelfall eben nicht im Future handeln, habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Da bin ich ein großer Freund davon, eher Öl nur zu handeln, wenn ich weiß, dass ich die Short-Seite handeln kann, weil ich dann einfach den Vorteil von Rollverlusten in ETFs nutzen kann. Und Goldminenaktien, wie gesagt, die würde ich halt einzeln analysieren. Ja, wenn der Goldmarkt steigt und die Goldminen sehen gut aus, dann können Goldminen ein Hebel sein zu Gold, ganz klar. Aber ansonsten ist es eigentlich nicht so, wo ich sage, ja, da würde ich jetzt deswegen, weil Gold jetzt steigt, müsste ich jetzt unbedingt Goldminen haben. Es sei denn, es ist so, dass ich eine Goldminenaktie finde, die gerade gut aussieht. Dann bin ich ja mit dabei, weil das würde dann ja da reinkommen zu dem Bild, die Aktie sieht gut aus. Okay, dann nächste Frage und dann kommen wir auch langsam zum Ende. Und zwar die Frage von Gerhard. Gibt es bitte noch Informationen zur Apple-Aktie? Also ehrlich gesagt, ich habe keine weiteren Informationen. Wie gesagt, ich bin jetzt 2 Wochen fast raus gewesen. Diese Lücke, die ihr hier seht, die werdet ihr in anderen Chartprogrammen nicht sehen. Das ist etwas, was mich halt auch total annervt hier bei AginaTrader, beziehungsweise die Daten kommen von TeleTrader, dass diese Lücken nicht geschlossen werden. Das war hier ein Aktiensplit gewesen. Und am Ende hat es keine Auswirkungen, weil am Ende ist es halt so, dass die Aktie ja ähnlich, also wir können jetzt eine andere Plattform wählen, beispielsweise TradingView. Da habt ihr das da nicht. Oh. Mal gerade kurz rein, da könnt ihr das dann sehen. So, da seht ihr also dieses Gap nicht, was ihr gerade gesehen habt. Nichtsdestotrotz ist es hier nach dem Aktiensplit natürlich zu einer starken Bewegung nach unten gekommen. Auch nicht überraschend. Also, wenn ihr meinen YouTube-Kanal verfolgt, wusstet ihr ganz genau, dass das hier die Zeit ist, wo das Geld verdient wird. Das ist auch der Bereich, den wir in den Ausbildungen sehr stark thematisiert haben, warum man hier unbedingt long handeln muss und warum man hier diese 20% nach oben ganz, ganz einfach mitnehmen kann und dass man einfach hier an diesem Punkt aussteigen muss. Beziehungsweise wir sind hier ausgestiegen aus der Aktie, bei 133 und. Und jetzt bin ich halt nicht mehr drin in der Aktie, weil es jetzt erstmal keinen Sinn macht. Es ist nach dem Aktiensplit und wenn es keine neue Story gibt, habe ich halt in dieser Aktie nichts verloren. Das heißt, ihr braucht immer einen Grund dafür, warum will man halt eine Aktie handeln. Und von daher, es gab halt den Grund des Aktiensplits und nach dem Aktiensplit gibt es halt keinen Grund mehr, wenn es keinen neuen Trend gibt. Ne? Also die Aktie sieht halt nicht stark aus, die hat den Trend gebrochen hier, ist halt hier unter die Tiefs gefallen und jetzt muss man halt erstmal wieder abwarten. Ne? Das ist der Grund, warum ich hier nichts habe. Aber weitere Informationen gibt es eigentlich nicht, außer dass es einen Split gab oder es ist in den letzten 14 Tagen was gekommen, was ich halt nicht gesehen habe.
Eine letzte Frage, die reingekommen ist, die will ich nur ganz kurz beantworten. Dann müssen wir leider auch Schluss machen, weil ich um 6:45 noch ein Webinar der Trainerausbildung habe. Kannst du was zum Screening-Prozess zeigen, zum beispielsweise mit Finvis? Nein, kann ich nicht, weil ich Finvis nicht mag. Im Gegenteil, Finvis ist einer der besten kostenfreien Internetseiten fürs Thema Trading. Aber ich nutze Finvis nicht, außer die Map, wo ich sofort auf einen Blick sehen kann, wie der Markt sich gerade bewegt. So, und dann haben wir 19:02 und dann möchte ich hier an dieser Stelle dann auch, wie gesagt, schließen, weil ich habe in 10 Minuten unsere Trader-Ausbildung noch. Und ja, hoffe, ich habe viele Fragen beantworten können. Also hier sind noch mindestens 30, die wir noch machen könnten. Fabian schreibt schon, vielen Dank, Tommy SS. Das war echt ein Fehler gewesen mit diesem Tommy SS. Ich habe einen Link bekommen und ich habe da nur drauf geklickt und da stand halt wahrscheinlich Tommy SS drinne. Ich hoffe, ihr habt wieder einiges für euch mitnehmen können. Denkt bitte immer daran, kauft starke Aktien. Also wenn ihr viel Momentum haben wollt, müsst ihr halt Momentum-Aktien auch raussuchen. Wenn ihr sagt, nee, ich glaube eher an das Fundamentale, dann ist das ein anderer Ansatz. Dann ist das auch nicht mein Ansatz. Und von daher ist das schon ein Unterschied. Wenn euch das aber interessiert, wie wir da rangehen und ihr vielleicht Bock habt, Trader-Ausbildung oder kleine Konten, was morgen startet, dann schaut einfach auf meiner Website vorbei, mariolödemann.com. Und ansonsten sehen wir uns oder hören uns wieder beim nächsten großen Marktausblick. Und damit gebe ich zurück an Nelson. Ja, vielen Dank, Mario, für das Webinar heute. Habe ich mich sehr gefreut und es war wie immer, hat das ja, hilfreich für viele und hat auch Spaß gemacht. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Und ich sage an der Stelle auch nur noch eine erfolgreiche Woche an alle. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und hoffentlich dann gerne ja, bis zum nächsten Mal. Also, schöne Woche, vielen Dank fürs Dabeisein und bis demnächst. Tschüss zusammen.